Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, irgendwie ist meine Kamera schief. Ich tippe sie mal kurz an. So, vielleicht. So, ja. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar habe ich mir die Bloggerbox gekauft. Das ist die Edition The K Bliss und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das hört sich irgendwie mehr fancy an, als es wahrscheinlich ist, denn ja, nicht nur Blogger bekommen diese Box. Jeder, der sie haben möchte, kann sie sich natürlich ganz normal bestellen. So habe ich das auch gemacht, für 37 Euro plus 4 Euro Versand, was gar nicht mal so wenig war, 41 Euro. Aber hier soll ein Parfum drin enthalten sein, was sich sehr, sehr, sehr cool angehört hat. Und ich habe Lust, in die Box hineinzuschauen. Man konnte ein paar Produkte sehen, auch ein Lippi von und Gretel war da mit dabei, das hat mich auch interessiert. Und deswegen habe ich mir dieses Mal gedacht, komm, Claudinchen, streng dich an und ergatter dir die Box, weil die ist immer ruckzuck weg. Also man ist immer froh, wenn man bei diesem Launch, das war knack mein Handgelenk, quasi anwesend ist und sich die bestellen kann. Ne? Das ist immer irgendwie abends um 8 oder 7, weiß ich nicht. Und ja, genau, das haben super viele von euch mir nämlich per Instagram geschickt. Da heiße ich AIDUIKP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Da poste ich sowas dann auch einfach mal in meiner Story, dass man weiß, wann das halt erscheint. Ne? Und ja, dieses Mal habe ich mir gedacht, komm, schlägst du mal zu. War dann auch recht zügig und die war auch noch ein Stück weit länger verfügbar. Also das war jetzt nicht innerhalb von 5 Minuten ausverkauft, aber so innerhalb von 2 Stunden ist die dann schon ratzifatzi weg. Ne? So. Wenn ich das jetzt eben gerade richtig gesehen habe, ist das die 72. Bloggerbox, die herausgebracht worden ist. Ich hätte sie mir ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt. Manchmal ist sie auch größer, weil dann irgendwelche fancy-pancy Fashion-Artikel hier drin sind. Aber wir schauen mal zusammen rein, was wir hier drin haben. Und da haben wir zuallererst so ein Kärtchen drin. Ich glaube, das ist dann die Lady, die quasi die Box bestückt oder designt hat. Ich weiß nicht. Da schauen wir mal. Quasi ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Hey, you gorgeous people. Zusammen mit der wundervollen Sonja Leisen oder Lyson haben wir eine mega Summer Box für dich zusammengestellt. You will be obsessed. Bin ich gespannt. Ich kenne die wunderschöne Frau tatsächlich nicht. Ja, aber ich möchte irgendwie reingucken. Achso, hier zeigt sie dann die unterschiedlichen Produkte. Wir haben jetzt hier, haben wir die Preise aufgeführt? Nee, haben wir nicht. Das heißt, die suche ich aus dem Internet raus und verlinke euch die Produkte sowieso in der Infobox. Ne? So, alles ganz hübsch hier. Ganze Seidenpapier aufmachen und so. Ne? Fliegt ein bisschen das Krüppelpapier durch die Gegend. Oh, das ist sogar eine Full-Size von dem Parfum, wo ich dachte, das könnte was sein. Ne? Oh, Käse. Dann gucke ich das einfach mal zuallererst an, denn das ist wirklich das größte Produkt mit 100 Millilitern. Das ist ein Eau de Parfum von Sunset Riot All Saints. Das ist dieses hier. Und das fand ich von der Duftbeschreibung her, was ich bei Flaconi, glaube ich, gesehen habe, ganz schön. Und deswegen ne, nehme ich das mal. Ich bin schwanger und habe dementsprechend Probleme, was Parfums angeht, weil nicht jedes Parfum mir gefällt. Ich bin da sehr schwierig mit, also aktuell halt. Ne? Deswegen hoffe ich, dass mir das gefällt, weil das wird wahrscheinlich das teuerste Produkt sein oder das größte, das Knüllerprodukt, das Highlight-Produkt der Box. Ja, das ist nämlich riesig. Sieht schon sehr schlicht und edel aus. Das ist krass, 100 Milliliter, Leute. Ne? So ein ganz interessanter Deckel. Das ist, weiß ich nicht, Betonoptik, aber ich glaube aus Kork und angemalt oder so. Das ist ganz witzig. Okay. Ich habe kein Parfum heute aufgetragen. Wirklich interessanter Deckel. Wenn ich das jetzt nicht mag und mir das jetzt drauf sprühe, ne? Egal. So jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Okay. Das soll man nicht machen. Dieses Reiben, Leute. Aber wenn ihr so ein Rebell seid wie ich, dann macht ihr das trotzdem. Interessanter Duft. Ich mag den Duft. Das ist so blumig. Hat aber auch ein bisschen was Herbes mit dabei. Das ist ein schöner Duft, doch. Ein schöner Sommerduft und der ist speziell. Also das ist kein Duft, den du jetzt irgendwie bei, keine Ahnung, x Millionen Frauen schon irgendwie gerochen hast, weil das halt wirklich ein spezieller Duft ist. Mir gefällt der. Ja. Und das ist halt nicht so parfümwolkenartig, sage ich jetzt mal. Knall, das war die Glastür unten. Kommt auf jeden Fall auch ins Full-Face Beauty Box mit rein. Da packe ich ja alle, ja, dekorativen Kosmetikprodukte mit rein. Aber das riecht gut. Kann ich mir, also wirklich,
halt auch so ein Stück weit Unisex auch vorstellen. Ich habe euch ja die Duftnoten eingeblendet. Also mir gefällt es wirklich gut, weil das ein Duft ist, der halt nicht so jugendlich mädchenhaft ist. Das ist halt schon so ein Duft, der sagt, Mensch, du hast hier eine Frau vor dir stehen. Es ist eine gestandene Frau, die schon so ein bisschen was im Leben erlebt hat, ne? Und sich auch ein bisschen was traut. Und deswegen ist es jetzt hier kein Allerweltsduft, den sie trägt, sondern es ist ein bisschen spezieller. Das ist schon so. Der hat auch irgendwas mit dabei. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Der irgendwas Rundes. Also ich mag's. Ich weiß es nicht. Ja, ein schöner Duft. Wirklich ein schöner Duft. Und da bin ich gerade richtig froh drüber, dass er mir gefällt. Als nächstes habe ich hier was mit enthalten. Und zwar ist das Tea Tree Hemp. Tea Tree Hemp, also Teebaum Hanf. Replenishing Hair and Body Oil. 50 ml Moisture Balance. Feuchtigkeitsausgleich. Mhm. Schön. Ja. Ne? Kann man jetzt auf jeden Fall gut gebrauchen, weil wir jetzt alle wahrscheinlich relativ trocken uns fühlen. Das ist von Paul Mitchell. Genau. Von Paul Mitchell. Versorgt Haar und Haut von Kopf bis Fuß intensiv mit Feuchtigkeit. Hanfsamenöl beruhigt, verleiht Geschmeidigkeit und Glanz und verwöhnt die Sinne mit einem sehr natürlichen Duft. In die Haut einmassieren und auf das gewaschene, feuchte Haar auftragen. Wie gewohnt stylen. Ich style meine Haare nicht. Das ist meine ultimative Styling-Frisur, Leute. ja, erwartet nicht zu viel von mir, was das angeht, aber kann man auf jeden Fall mal machen. Ist wahrscheinlich ne ganz flüssige Kiste. Warum jetzt Teebaumöl oder Teebaumhanf gedünsten? Weiß ich jetzt echt nicht. Aber gut, soll wohl feuchtigkeitsspendend sein, kann ich mir für den Körper ganz gut vorstellen. Für die Haare ist es mir, glaube ich, vom Duft her zu intensiv. Ne? Jetzt kommen wir zu dem nächsten Produkt, wo ich Bock drauf hatte. Und zwar ist es hier von und Gredel, sehr teure Marke, ne? Targa Rot oder Tagaret Lipstick. In der Farbe Pink Blossom 5. Wow. Ich weiß jetzt nicht, ob man unterschiedliche Farben hätte drin haben können. Pink ist natürlich jetzt mal eine Ansage. Ne? Das ist jetzt ein Ton, wo du halt nicht jeden Tag irgendwie Bock drauf hast. Ich habe zwar einen Lipgloss drauf, der so leicht rosamäßig ist, aber Pink ist eine Ansage, Leute. Da hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt gewünscht, dass die hier eine etwas tragbarere Farbe mit reinpacken. Ne, dass man den halt auch öfters tragen kann. Es ist eine schöne Verpackung. Ich habe, glaube ich, auch noch nie einen Lippenstift von und Gretel in den Händen gehalten. Ich bin gerade eher fürchtig. Oh, er schwitzt ein bisschen, weil es halt warm ist, ne? Aber es ist ein schönes Pinktönchen, guck mal. Das ist eher so ein, ja, komm, damit komme ich klar. Das ist eher so ein Alt-Rosa-Ton. Da könnte man jetzt riskieren, dass die Zähne vielleicht ein bisschen gelblich aussehen könnten. Könnten. Sehr cremig. Doch, der wird auch passend zu mir, ne? Ja, doch. Ein schönes Tönchen. Ich packe den mal ins Fullface Beauty Box mit rein, dann können wir den mal zusammen testen. Es interessiert mich. Sagen wir es mal so, die Farbe interessiert mich. Das ist jetzt keine Farbe, die mich jetzt per se abschrecken würde. Würdet ihr so eine Farbe tragen? Im Alltag zum Beispiel? Oder sagt ihr, nee. ne? Also ich finde es irgendwie schön. Schon. Ja. Wir haben ja Sommer, dann darf das auch mal ein bisschen knalliger sein. So, ich glaube, zwei Produkte sind hier noch drin. Jo, und dann war es das schon gewesen. Okay, dann waren das 5 Produkte in einer 41-Euro-Box, also eigentlich 37 plus 4 Euro Versand. Ne? Das ist schon krass. Okay, Dr. Severin Vitamin C Hyaluron Serum. Gute Marke, gute Vitamin C und Hyaluron-Geschichte mag ich. Professioneller Wehkomplex aus Vitamin C und Hyaluron für eine straffe, glatte Haut. Gerne. Kannst du hier Gesicht, Hals, Dekolleté anwenden, 50 ml. Das ist schön. Das ist richtig schön. Und Vitamin C soll ja auch ein ganz toller Wirkstoff sein. Aber da musst du aufpassen mit Niacinamiden. Ne? Das kann man nicht so gut kombinieren. Da muss ich aufpassen, weil ich bin ein Fan von Niacinamiden. Oder? Nee, wie war das noch? Irgendwas sollte man nicht unbedingt mit Vitamin C kombinieren. Weiß ich gerade gar nicht. Oder war das Retinol? Nee, das war Retinol, oder? Ich muss mich nochmal schlau machen, Leute. Oder wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich versuche das auch mal online herauszufinden. Das ist auf jeden Fall ein Serum, was sehr flüssig ist. Das ist jetzt nicht irgendwie super ölig. Ja, finde ich cool. Mit einer Pipette und einer Glasflasche. Auch so eine bräunliche, damit das Vitamin C halt stabil gehalten wird. Ne? Das ist auch wichtig. Finde ich cool.
Doch, das ist gut überlegt und ein schönes Sommerprodukt. Und dann habe ich hier noch als letztes von Elizabeth Arden die 8-Hour Cream Nourishing Lip Balm mit Lichtschutzfaktor 20. Richtig cool. 14,8 Milliliter. Interessante Füllgröße. Menge. Und ja, Lippenpflege mit Lichtschutzfaktor ist auch sehr, 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 sehr wichtig. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. So schaut es aus. Und das dürfte auch eine Full-Size sein. Die wird in Anwendung genommen. Das kann ich mir gut vorstellen. So, wir hätten jetzt hier einmal die Bloggerbox geöffnet. Und ich finde, ja, für 37 Euro hat sich das schon gelohnt, definitiv. Weil ich das Parfum mag. Ne? Und du hast natürlich einen viel höheren Wert in der Box drin, weil es natürlich durchaus sein kann, dass dir das ein oder andere Produkt eben nicht so gut gefällt. Und dann bist du ein bisschen traurig, wenn quasi der Wert der Produkte, die du ja entnehmen würdest, nicht hoch genug ist, weißt du? Also für mich ist es jetzt wirklich eine gute Box gewesen. Gut, dieses Haarzeugs finde ich jetzt nicht so ultimativ krass geil. Also nehme ich eher für den Körper, aber ne? Vitamin C Hyaluronserum von Dr. Severin finde ich cool. Parfum finde ich cool. Lippi finde ich cool. 8-Hour Cream finde ich cool. Also das Lippenprodukt, also dementsprechend halt nur dieses ja, Tea Tree Paul Mitchell Produkt, wo ich sage, naja, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also schon für mich persönlich eine lohnenswerte Box, man muss aber halt echt immer schauen, weil ich finde, die Bloggerboxen sind immer relativ speziell gefüllt und da ist es dann immer recht ärgerlich, wenn man dann so einen Fehlgriff hat, ne? Weil die nicht so mega günstig sind. Ich weiß nicht, so eine Glossy-Box kostet 12,50 Euro oder so, ne? Dann tut es halt nicht so weh, wenn eine Box halt mal nicht so ultimativ geil war. Hier hast du dann ein bisschen tiefer ins Klo gegriffen, ne? Ja, also für mich, wie gesagt, eine gute Box. Ich freue mich und schreib gerne in die Kommentare, falls du auch schon mal eine Bloggerbox hattest, ob du die Box überhaupt kanntest oder ob ich jetzt quasi darauf aufmerksam gemacht habe. Da könnt ihr auf Instagram auch gerne der Bloggerbox folgen. Die schreiben das immer in deren Story und auch in deren Posts rein, wann die nächsten Boxen oder die nächste Box online kommt und auch welche Highlight-Produkte da so drin sind, ne? So, das war's jetzt hier von mir und dem Video. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest oder es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!